Jeder Zahn, ein Organ. Sie kennen das vielleicht, man verbindet Zähne mit verschiedenen Organen. Und wenn Sie in Google zum Beispiel Zahn-Organ-Beziehung eingeben, dann werden Sie einen Haufen an Seiten finden, die also berichten, dass es da einen Zusammenhang geben soll. Dass es da keinen Zusammenhang gibt und wie dieser Zusammenhang entstanden ist im kollektiven Bewusstsein, werden wir jetzt gleich sehen. Zuerst einmal müssen wir klären, was ist eine Fistel? Eine Fistel ist ein Produkt des Körpers oder eine Reaktion des Körpers auf eine chronische Entzündung. Sie sehen hier zum Beispiel einen Zahn, man erkennt den Zahnnerv und eben das Knochenfach, in dem der Zahn befestigt ist. Kommt es zum Absterben des Zahnnervs und die Ursachen hierfür können sehr unterschiedlich sein. Das kann sein, ein Schlag auf den Zahn, das können sein Chemikalien, das kann sein ein Herumbohren am Zahn. All das kann den Zahnnerv schädigen. Dadurch kommt es zu einem Absterben des Zahnnervs und Sie wissen ja, wenn Sie Fleisch in der Küche offen liegen lassen, was passiert dann? Es beginnt zu verwesen. Und genau das Gleiche passiert im Zahn. Der Zahnnerv beginnt zu verwesen und ruft dann um die Wurzelspitze eine Entzündung hervor, die sich wiederum sehr unterschiedlich entwickeln kann. Das hängt wiederum davon ab, wie gut Ihr Immunsystem beisammen ist, wie viel von dem verwesten Gewebe ist vorhanden, also wie groß ist der Zahnnerv selbst, wie gut durchblutet ist das Areal dort und, und. Manchmal entwickelt sich um die Wurzelspitze durch diese Zahnnervverwesung eine chronische Entzündung. Der Volksmund spricht dann häufig von einem Zahnherd. Und eine chronische Entzündung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich also die Entzündungsauslöser, in dem Fall verweste Gewebereste, vielleicht sogar auch ein paar Bakterien, und der Wirt die Waage halten. Das heißt, das Immunsystem kämpft die ganze Zeit mit diesen Eindringlingen und das Gebiet beginnt dort zu vernarben und gleichzeitig bildet sich Eiter. Eiter ist nichts anderes als ein paar Immunzellen, zudem Zellreste, Bakterien, Bakterienabbauprodukte. Und durch diese chronische Entzündung kommt es aber unweigerlich dazu, dass immer mehr Gewebe zerstört wird. Und so bildet sich langsam immer an der schwächsten Stelle eine Ausbeulung. Und diese Ausbeulung wird dann immer länger, immer länger. Die Wände dieser Ausbeulung, oder nennen wir es jetzt Schlauchs, beginnen sich ebenfalls umzuwandeln, zu organisieren. Es bildet sich ein spezielles Epithel. Und irgendwann bricht dann der Eiter an die Oberfläche aus, immer ausgehend vom schwachsten Punkt. Dieser Gang, der sich da gebildet hat, ist ein Fistelgang. Nun sind die Symptome relativ vorbei, also keine Schmerzen, keine Schwellung, denn die Entzündung, die nach wie vor stattfindet, wird über diesen Fistelgang vom Knocheninneren, zum Beispiel in die Mundhöhle oder auch außen auf die Haut, drainiert, sprich es rinnt ab, Eiter kann nun abfließen. Ich erspare Ihnen nun die Bilder von verschiedenen Fistelgängen, bei Interesse können Sie sich das ja selber in Google ansehen, aber überlegen wir mal kurz, wieso an dieser Theorie jeder Zahn, ein Organ, etwas nicht stimmen kann, bevor wir uns der Ursache hinwenden, wieso es zu dieser Theorie kam. Wieso etwas nicht stimmen kann, ist ganz einfach. Die halbe Menschheit hat keine Zähne im Mund und würde es da also einen Zusammenhang geben, dann gäbe es die halbe Menschheit nicht und oder die halbe Menschheit hätte Organprobleme. Also irgendwas kann an dieser Theorie nicht wirklich stimmen. Wie ist es aber zu dieser Theorie gekommen? Diese Fistelgänge brechen normalerweise immer relativ nahe am Ort der Entzündung heraus. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel beim Zahn sich eine Fistel bildet, dann mündet es irgendwo in die Mundhöhle. Bildet sich eine Analfistel, dann bildet sich irgendwo in der Region um den Popo, also ein Fistelausgang. Jetzt gibt es aber manchmal Fistelgänge, die sehr abstruse Wege nehmen. Und so findet man zum Beispiel im Wiener Pathologischen Museum einen Fistelgang, der sich von einem Unterkieferzahn
über den Hals bis hin in den Magen gebildet hat und sich dann in den Magen auch entleert hat. Und solche Variationen oder solche Fistelgänge gibt es also überall auf der Welt, findet man immer wieder solche Abnormalitäten. Und Sie wissen, wie das früher so in der Geschichte war, wenn jetzt zum Beispiel einer aus der Nachbarschaft oder aus der Dorfgemeinde irgendein Leiden hatte und dann kam es also die Leute trafen sich und sprachen darüber und du, sag einmal, weißt du, was vom Fredl? Ah, du, na, der hat irgendwas da am Zahn und ja, was der, mit dem Magen hat er auch Probleme. Und so entstand aus diesen Variationen ein skleroisiertes Wissen, ein Pseudowissen. Sprich, aus der Unaufmerksamkeit der Beteiligten oder aus dem nicht zu genau wissen wollen, entstand plötzlich ein Gerede, aus dem Gerede wurde eine Wahrheit und aus dieser Wahrheit wird heute viel Geld gemacht, weil es bei unserem Gesundheitssystem nicht wirklich um Nachhaltigkeit geht, sondern um Besetzen von Nischenprodukten und diese Nischenprodukte, in dem Fall wäre es die alternative Medizin, auszubeuten. Solche Konstrukte sind in der Medizin nicht selten. Sie können in Google zum Beispiel auch eingeben, Urin trinken. Und dann werden Sie irrsinnig viele Berichte finden, wo also die Leute erzählen, hast Urin so super, das ist Wahnsinn, ein Lebenselixier. Auch das ist wieder geschichtlich gewachsen. Sie müssen nur ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, 100 Jahre, nicht länger. Da war reines Wasser wirklich Mangelware. Auch gab es noch keine Tetanusimpfungen. Tetanus, das sind Bakterien, die vor allem im Erdreich vorkommen und für den Wundstarkrampf verantwortlich sind. Und immer wenn sich jemand am Feld verletzt hat, bei Feldarbeiten, Hausarbeiten, dann war das Sauberste, was man zur Verfügung hatte, um die Wunde zu spülen, der eigene Urin. Weil der Urin ist steril, vorausgesetzt, sie haben keine Nierenbecken- oder Harnwegsentzündung. Das heißt, auf die Wunde zu pinkeln, war vor Beta-Isotoner und Co. sehr vernünftig. Heute ist es natürlich ein Unsinn. Aus dem heraus aber entwickelte sich dann wiederum, dass der Urin heilende Wirkung hätte, dass der Urin gesund wäre. Und irgendwann begann man halt etwas, was der Körper mit viel energetischen Mühen ausscheidet, wieder zu sich zu nehmen, nämlich Urin zu trinken. Aber halten wir uns gar nicht mit solchen Firlefanz auf, weil das sind ja eigentlich nur Inhalte, Wahrheiten, etwas zum Anfassen. Sagen wir einmal, das hier ist die Wahrheit Urin trinken. Oder das hier ist die Wahrheit, jeder Zahn ein Organ. Etwas zum Anfassen. Diese Wahrheiten sind aber nie absolut. Wie meine ich das? Das hier ist mein längster Finger. Er ist aber nur der längste im Verhältnis, in Beziehung zu den anderen. Hätte ich solch einen Finger, dann wäre er nicht mehr der längste. Das heißt, diese Wahrheiten stehen alle immer irgendwie in Beziehung zueinander. Und viel interessanter ist es, als sich nur damit abzufinden, was kann ich angreifen, was kann ich glauben, zu hinterfragen, wie ist es zu dieser Wahrheit gekommen? Was ist da für ein Muster dahinter? Und Sie werden sehen, Sie werden viel spannendere Dinge erleben als nur die Wahrheit selbst. Alles Gute!